persönlich zu begegnen. Ab dem Zeitpunkt deines Todes natürlich. Ist das dein Kuscheltier? Es gab einen kurzen Moment, da gelang es einer Gruppe, die Energie unter sich aufzuteilen, aber selbst sie wurden schnell davon zerstört. Und aus den Überresten dieser 6 Systeme wurden konzentrierte Steine. Unhandlich und schwer. Sie müssen sich etwas klar machen. Die Welt, in der Sie leben, ist der Zuckerguss an der Oberfläche. Und es gibt noch eine andere Welt darunter. Die reale Welt. Und wenn Sie in der überleben wollen, dann lernen Sie abzudrücken, ohne zu zögern. Das sind Seiten aus dem Buch Erebus. Darin ist alles verzeichnet. Ihre ganze Geschichte. La Magra muss eine Ihrer Götterfiguren sein. Ist dir klar, warum ich es tat? Aber verstehst du, wieso ich es tun musste? Dann waren eure Gegenspieler weise gewählt. Ist es das, was ihr euch nachts einredet? Dass ihr ein Diener der Gerechtigkeit seid? Ihr habt ihm wohl gedient, als Dienen noch sicher war. Du bist im langen Sommer geboren. Du hast nie etwas anderes gekannt. Doch nun naht der Winter tatsächlich. Und im Winter... Es gab einen kurzen Moment, da gelang es einer Gruppe, die Energie unter sich aufzuteilen, aber selbst... Sie müssen sich etwas klar machen. Die Welt, in der Sie leben, ist der Zuckerguss an der Oberfläche. Und es gibt noch eine andere Welt da. Ist dir klar, warum ich es tat? Aber verstehst du, wieso ich es tun musste? Dann waren eure Gegenspieler weise gewählt. Die haben was mit mir gemacht. Zuerst war das so ein Gefühl, als würde ich aus einem Traum erwachen oder so. Und dann kam langsam alles zurück. Zum Beispiel, als sie dich zum ersten Mal zu uns brachten. Ich war damals größer als du. Und ich erinnere mich, warum wir dort waren. Wir dachten, wir könnten all das hier in Ordnung bringen. Ich liefer dann wohl Drachenpfeile aus. Der Megaseelenfresser war so eine blöde Bitch. Mit dieser Macht hätte er das ganze Universum zerstört. Ich hatte noch einen Pfeil. Und dann auf einmal, da hab ich die Stimme meiner Mutter gehört. Schieß, du kleine Schnorrerin. Dann hat Sean einen geilen Kamehameha-Feuerball gemacht. Alles explodierte. Und er hat die Welt gerettet. Es sind was? 60 von uns? Und wir sind die Retter des Kontinents? Sie lassen ihre Überzeugung wie eine Seuche verbreiten. Histrit sagte es mir. Wir sind Magier, der Mächtige dazu. Tisaya, wir müssen Fringilla aufhalten. Nilfgaard stürzt Menschen in ihr Unglück und gibt ihnen dann etwas Hoffnung. Deine Wunde sieht schlimm aus, Geralt. Zum Beispiel, als sie dich zum ersten Mal zu uns brachten. Ich war damals größer als du. Und ich erinnere mich, warum wir dort waren. Schieß, du kleine Schnorrerin. Dann hat Sean einen geilen Kamehameha-Feuerball gemacht. Alles. Tisaya, wir müssen Fringilla aufhalten. Nilfgaard stürzt Menschen. Seht mal, die schreiben über meinen Bruder. Und der Typ auf dem anderen Bild, das ist... Und wer von all den Leuten war mein Vater? Vater? Was meinst du mit Vater? Warte, das da ist mein Vater? Ich habe ihn noch nie gesehen. Die Revolutionsarmee wurde angegriffen. Wenn sie nur wüssten, wie geisttötend die sind. Ja, Gott, nein. Allein schon mich mit ihnen zu verbünden, könnte mich mein Erbe kosten. Ich komme, um sie zu sehen. Ihre verrückten Ideen. Ihre neuen Akteure. Das Ungewöhnliche. Ihre Aufmerksamkeit war viel zu lange geteilt. Unsere Ticketverkäufe gehen zurück und es werden jeden Tag mehr Demonstranten. Sagen wir einfach, ich finde es wesentlich bequemer, ihre Show aus der Ferne zu bewundern. Ist das Ihr Ernst? Bist du wirklich meine Schwester? Meine kleine Zwillingsschwester Rina? Unglaublich. Dreh dich jetzt bloß nicht um, die haben uns bemerkt. Warum? Was ist so besonders an denen? Wir sehen aus wie berühmte Helden, ja? Ich finde, heldenhaft sieht das nicht gerade aus. Kommt irgendwie ein bisschen spärlich rüber. Ein weißer Hund! Gib Pfötchen! Sitz! Warte, das da ist mein Vater? Ich habe ihn noch nie gesehen. Die Revolutionsarmee wurde angegriffen. Ihre neuen Akteure. Das Ungewöhnliche. Ihre Aufmerksamkeit war viel zu lange geteilt. Unsere Ticket. Meine kleine Zwillingsschwester Rina? Unglaublich. Dreh dich jetzt bloß nicht um.
Kommst du damit klar, dass Victoria heute Abend dabei ist? Was war denn auf diesem Band? Ach, verdammt, wieso habe ich dir nicht das falsche Band gegeben und das echte in meiner Handtasche versteckt? Ach, da fällt mir ein, genau das habe ich doch getan. Hey, Mrs. Erickson, ich möchte Ihnen vielmals danken für die köstlichen Cookies. Ja, aber ganz bestimmt gebe ich Marshall einen Schmatzer von Ihnen. Also dann, wiederhören. Tut mir leid, die Bahn hatte Verspätung. Du siehst toll aus. Okay, schreibt auf, mit wie vielen Typen ihr geschlafen habt und werft den Zettel in das Glas. Dann muss jeder einen ziehen und raten, zu wem die Zahl gehört. Daisy, du fängst an. Ich lasse mir gerade den Pony rauswachsen. Aber ich habe mir damals gerade den Pony rauswachsen lassen. Ich lasse ihn mir ständig rauswachsen. Lasst euch den Pony schneiden. Was soll's auf Daisy und Eddie? Ich bin die vierte der bezaubernden Schwestern. Hör zu, Daisy. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, dann kämpfe ich eben. Ja, ich werde gegen ihn kämpfen, verstanden? Nur was in der Art werde ich wohl gesagt haben, denke ich. Es war nicht meine Idee, hierher zu kommen. Ich bin nur hier, weil er unbedingt nach Azuria City wollte. Er ist nicht mein Freund. Und wenn ich den Typ schlage, dann beweist das doch, dass ich als Trainer genauso gut bin wie ihr drei. Ach, da fällt mir ein, genau das habe ich doch getan. Hey, Mrs. Erickson, ich möchte Ihnen vielmals danken für die köstlichen Cookies. Ich lasse ihn mir ständig rauswachsen. Lasst euch den Pony schneiden. Was soll's auf Daisy und Eddie? Ich bin die vierte der bezaubernden Schwestern. Hör zu, Daisy. Wenn ihr nicht kämpfen wollt... Gib ihr dieses Zeug, das du da hast. Lass hier eins deiner Schweine sein. Bis deine Bombe explodierte, hat sie meine Antonia fast getötet. Ich muss dir einen Chip in den Nacken einsetzen. Also, sie beobachtet alles und kann alles nachahmen. Eine perfekte Imitatorin. Und sie kämpft genau wie all deine Freunde. Sie sind nicht nur in mein Labor eingebrochen, haben meinen Schimpansen befreit, sich ins mexikanische Konsulat eingeschmuggelt, mich körperlich angegriffen und verfolgt. Sie haben mich auch, und zwar wiederholt, angesprochen als... Wie dem auch sei. Wie käme ich dazu, 7 aufmüpfige Rabauken zu adoptieren? Sie denken, sie retten die Welt, oder? Von unseren Luftschiffen werden wir Feuer über ihr Land regnen lassen. Ein Feuer, das alles zerstören wird. Und aus der Asche wird sich eine neue Welt erheben. Eine Welt, in der alle Kontinente zur Feuernation gehören. Und ich, meine Freunde, ich werde der oberste Herrscher über all dem sein. Ja, du hast recht, Azula. Zosins Komet wird uns bald erreichen. Hat sie meine Antonia fast getötet? Ich muss dir einen Chip in den Nacken einsetzen. Sie sind nicht nur in mein Labor eingebrochen, haben meinen Schimpansen befreit, sich ins mexikanische Konsulat eingeschmuggelt. Von unseren Luftschiffen werden wir Feuer über ihr Land regnen lassen.